Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen zur fünften Versbeck-Veranstaltung. Das Thema ist Förderung und Finanzierung. Und mein Name ist Merit Hottinger. Ich bin Schauspielerin und Regisseurin. Ich arbeite bei der Solidarbühne Maison du Futur und bin im Initiativsteam von Versbeck seit letztem Sommer dabei und arbeite hier für die Themengruppe Förderung und Finanzierung. Mein Name ist Patrick Müller und ich arbeite bei Migros-Kulturprozent in der Sektion Zürich als Projektleiter Tanztheater. Also bin Förderer. Vorher war ich im Südpol Luzern mehrere Jahre, habe da Programm machen dürfen und das Haus mitgestalten. Und wohne in Kriens, Luzern, komme eigentlich, also bin immer noch da, habe da auch Dinge gemacht. Und einfach ganz kurz vielleicht auch diese Sicht der Förderer, mit dieser Gruppe ein bisschen ganz kurz zu erzählen, wie das für mich war. Ich habe da gemerkt, dass das mich extrem interessiert, diese Beziehungen, die da entstehen, weil sie sehr komplex sind, weil man doch intensive Beziehungen hat oder wichtige Beziehungen hat und ein gewisses Machtverhältnis entsteht und die Wege der Kommunikation sind oft sehr formal, also man kommuniziert über Masken, über standardisierte Briefe und obwohl eigentlich ein schwieriges Thema ist, aber in sehr formalen Kommunikation und dass mich das interessiert, dass ich da irgendwie noch mehr forschen möchte, was es da gibt und kennenlernen und darum wünsche ich mir heute, dass wir es schaffen, einen Rahmen zu gestalten, wo man wirklich ins Erzählen kommt, um mehr darüber zu lernen, mit wem das man überhaupt zu tun hat und was man für Erfahrungen macht und was das in einem auslöst. Also das wünsche ich mir heute, dass wir das schaffen, so einen Rahmen zu gestalten, wo solche Gespräche stattfinden. Schönen guten Morgen. Mein Name ist Christoph Rath. Ich bin Schauspieler und Theatermacher in Zürich. Seit 2008 in der freien Szene, bin zur Projektgruppe gestoßen. Auch aus dem Interesse, weil ich mir gedacht habe, mich kennt man vielleicht von Projektgeberseite, von der Bühne. Ich kenne die Gesichter, die unten sind, aber nicht so gut. Und dass wir da in Kontakt treten können, das fand ich super. Gut. Ich mache einen kleinen Input am Anfang und ich habe den nicht auswendig gelernt. Leider. Also, ganz kurz zu den Themengruppen, die sich seit dem letzten August formiert haben. Es sind deren fünf. Jede Themengruppe, die sich beim Versbeck Kickoff gebildet hat, recherchiert und arbeitet selbstständig und organisiert im Verlauf des Jahres einen Anlass in Kooperation mit einer Institution. Hier ist es das Kulturhaus Helferei. Schreibt im Anschluss an diese Veranstaltung einen Blog-Eintrag für die Homepage von Versbeck. Transparenz und Kommunikation auf Augenhöhe, das waren so die Schlagworte, die Begriffe, auf die wir uns intern sehr schnell einigen konnten. Wir haben aber ja ziemlich lange über die Form der heutigen Veranstaltung diskutiert. Wir haben verschiedene Szenarien durchgespielt. Woher soll ich jetzt zum Beispiel hier vorne als Bittstellerin das Vertrauen nehmen, dass sich etwas ändern kann, dass ein Klima des Nicht-Ansprechens oder gar des Schweigens über Probleme nicht einfach ein neues Klima der Angst folgt? Wie definiere ich eigentlich mein persönliches Verhältnis zur Kulturförderung? Und wie sieht es denn mit meinem persönlichen Schutzraum aus, wenn ich meine Komfortzone verlasse und Probleme an- bzw. auch ausspreche? Ich weiß nicht, ob ihr alle den offenen Brief gelesen habt. Wir haben ihn bewusst in der Ich-Form geschrieben. Das Ich steht für die persönliche Beziehungsebene, als Nährboden quasi für eine oder eine mögliche Zukunft. Also, raus aus der Komfortzone, rein ins Gespräch. Das habe ich mir heute
vorgenommen. Die Beziehungsebene quasi als Nährboden für die Zukunft. Vielleicht braucht es neue Formen und vielleicht braucht es eine neue Kultur der Auseinandersetzung. Wir haben uns also für ein moderiertes Setting, für eine Art Paartherapie heute entschieden. Niederschwellig und passend dazu eben diese wunderbare Kapelle unter der Zwingli-Stube. Und wir haben hier Spezialisten vom Fach, die uns durch diesen Anlass begleiten werden. Und ich begrüße Martin Wolfer und Erich Wohlwendt von Land in Sicht. Guten Morgen zusammen. Das Thema Gespräche, Beziehungen bedeutet, wir versuchen einen Boden zu legen, dass ihr möglichst viel miteinander ins Gespräch kommt. Das heißt, unser Ziel ist nicht, dass am Ende ein 18-Punkte-Maßnahmenplan bereitsteht für die Umsetzung, sondern dass ihr euch besser kennenlernt im Sinne des Verstehens, was bedeutet es für das Gegenüber in dieser Position oder in dieser Funktion zu sein. Stellt euch vor, ihr arbeitet in einer Organisation, Versbeck, verbunden mit Versbeck als diejenigen, die bestimmen müssen, einteilen müssen, wohin kommt welche Unterstützung. Oder stellt euch vor, so als Künstlerin oder Künstler, ihr arbeitet, wo die Menschen schauen, dass es allen gut geht, alle unterstützen, Wahrheit und Vertrauen nicht immer wieder in Frage gestellt ist, neue Ideen kommen oder wofür Erfolg gelobt wird. All das passiert nicht per Zufall, sondern dazu hilft es, wenn immer es um Beziehungen geht, dass man so 2, 3, 4 Sachen immer gut sich überlegt, gut im Hintergrund hat, weil es auch mit Funktionieren von Menschen zu tun hat. Martin hat gesagt, wir schauen die Welt teilweise ganz unterschiedlich an. So, wenn ich das ganz, ganz streng über die Leiste breche, dann ist der Martin der Pessimist bei uns und ich bin der Optimist. Ich mache Versprechungen, die ich nicht einhalten kann, und Martin schaut dann, dass wir ab und zu wirklich wieder etwas auch fertig machen können. Die Kombination, das ist das, was funktioniert. So, im bekannten Zürcher Ressourcenmodell spricht Maya Storch davon, es ist nicht richtig, Pessimist zu sein, es ist aber auch nicht super hilfreich, nur Optimist zu sein, sondern die Kombination. So der pessimistische Optimist oder der optimistische Pessimist, das wäre toll. Keine Angst, wir haben jetzt mit dem Input keine große Weiterbildung, sondern wir haben so 2, 3 Bilder, also es sind 4 konkret, die habt ihr auf der Rückseite drauf als Reminder. Wir möchten da so aus unseren Erfahrungen, wir sind so mit Land in Sicht doch jetzt schon 15 Jahre immer wieder in solchen Themenblöcken drin, wo es darum geht, nicht wer gewinnt am Schluss, sondern wie kann etwas Neues auch passieren. Und auf der Beziehungsebene ist das nicht ganz einfach, weil wir doch immer wieder, merke ich bei mir selbst, ich gehe davon aus, dass alle die Welt gleich anschauen wie ich. Das ist aber nicht so. Und wir sind immer wieder mal irritiert oder können irritiert sein, warum funktioniert das nicht so, wie ich das gedacht habe. So, deshalb die 4 Inputs ganz so in Kürze. Gedacht als Hilfen für die Gespräche, die dann im Anschluss stattfinden. Das erste Bild, das ist also nicht ein Bild, das wir erfunden haben, sondern es kommt von Frau Supersaxo, die war da im Triemli ganz lange so Ausbildungssupervisorin, und sie hat von Alexander Boos das Modell übernommen, wenn wir uns so in die Mitte beamen, da sind wir jetzt heute. Da ist es unsere Entscheidung, ob wir nach rückwärts blicken und einfach hinnehmen, was
passiert ist, oder ob wir den Blick nach vorne richten und sagen, nein, es ist doch wichtig, dass wir etwas annehmen und mit dem etwas machen. Mit dem Bild der Lemniskate geht es so im Aufzeichnen darum, wenn ich mich stark auf die Seite richte, dann habe ich die Zukunft im Rücken. Und wenn ich nur immer in die Zukunft schaue und vergesse, dass es auch noch eine Vergangenheit hat, dann bleiben Verletzungen so stark, dass sie einschränken oder behindern können. Und deshalb machen wir die Runde mit den Engpässen, dass das Platz haben muss. Was ist denn in der Vergangenheit auch gut gelaufen oder nicht so gut gelaufen? Weil das kann ein ganz wichtige Hinweise sein für die Zukunft, für die Gestaltung, für das Anliegen, das in dieser Veranstaltung auch steckt. Die zweite Grafik, die wir da haben wir so vor 4-5 Jahren, nachdem wir immer wieder in unseren Aufträgen gemerkt haben, dass ganz schnell die Leute Prozesse, Abläufe, Formulare anpassen möchten. Und dann merken sie nach großem Aufwand, aber kein Mensch hält sich dran. Ja, warum halten sich die Leute nicht dran? Weil sie vergessen, dass alles immer aufbaut auf dem Wort Beziehung. Wie arbeitet man zusammen? Wie versteht man sich gegenseitig? Ein Stirnrunzeln kann verunsichern, kann aber auch ein Hinweis sein, oha, jetzt ist jemand am Denken. Das muss ich rausfinden. Und rausfinden muss ich das nicht nur der Umgebung zuliebe, sondern auch für mich selbst, weil wir haben im Moment, wir alle, jede Person von uns hat jetzt 60 Milliarden Nervenbahnen, die jetzt gerade aktiv sind. Was erzählt der da vorne? Wieso hat er die blöde Maske da in der Hand? Also es sind tausende von Bildern, die jetzt durch unsere Köpfe gehen und dass dann genau die gleichen Bilder, die ich im Moment in meinem Kopf habe, bei den anderen auch so entstehen. Das ist ein Zufall. Wir können in diesem Raum die Augen schließen und fragen, was kommt dir als erstes in den Sinn? Und wir haben 20 verschiedene Hinweise, weil unser Hirn nimmt so viele Sachen auf, ist aber nicht programmiert oder konditioniert, alles wirklich zu verarbeiten. Wir haben beispielsweise im Gehirn Hass und Liebe passiert neurologisch am genau gleichen Ort. Wie wir etwas anschauen, ob es uns gefällt, ob wir das mögen, das ist unsere Bewertung. Weil rein neurologisch, wenn man das wegnimmt von Emotionen und vom Handeln und vom Denken, wenn man das so auseinandernimmt, dann gibt es Erklärungen, warum etwas schieflaufen kann. Und da kommen dann so Themen wie Beziehungsgestaltung, Beziehungsarbeit, an der Beziehung arbeiten ins Spiel. Deshalb ist uns ganz wichtig, da einen Fokus drauf zu legen. Es ist uns wichtig, dass wir uns nicht verlieren an einzelnen Worten, sondern dass wir verstehen, mehr und mehr verstehen. So, ein weiteres Bild, das das aufnimmt, das ist, wenn wir unsere Hirnhälfte anschauen, wo man heute weiß, das ist nicht so, dass man linke und rechte Hirnhälfte hat, sondern unsere Synapsen, die verbinden immer und vorzu und ständig. Aber es gibt Themen, die uns, wenn man unter Druck steht, und unter Druck steht nur, ich möchte etwas erreichen, das heißt nicht immer, es ist ein Kampf oder eine Schlägerei, dann kann meine Emotion etwas antriggern, das mich nervt, das mich ärgert oder das ich nicht verstehen kann. Und wie wir das dann bewerten, das machen wir nicht kognitiv, also nicht im Denken, sondern das bestimmen unsere Hormone. Und die laufen früher ab, als das Denken einsetzt. Also das kann gut sein, dass mir jemand entgegenkommt und bevor er etwas sagt, finde ich schon, diese Person mag ich nicht. Oder diese Person erinnert mich an irgendetwas, das mal passiert ist oder sagt einen Satz, den ich schon bei meinen Eltern nicht mochte. Oder erinnere mich an eine Situation aus der Schulzeit, Ausbildungszeit, aus einem früheren Setting und dann läuft das ab.
Solche Dinge zu wissen, das hilft zu verstehen, dass unser Hirn manchmal auch Fehlfunktionen hat. Ich muss nachfragen, ich muss meine Interessen offenlegen, damit etwas entstehen kann oder entsteht. Wenn man so zum letzten Bild geht, das hat dann die Auswirkung, wenn ich mit Martin, jetzt, wir sind jetzt im 16. Jahr mit Land in Sicht unterwegs, und wenn wir heute immer noch so tiefe Gräben hätten, wie zu der Startzeit, wo ich manchmal dachte, wieso ist ihm jetzt wichtig, wieso das Logo oben rechts genau so sein muss oder warum eine Fußzeile anders sein muss, dann würden wir nicht mehr zusammenarbeiten. Beziehung hat etwas damit zu tun, zu verstehen, wie funktioniere ich, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Erwartungen, was sind meine Hoffnungen, und zu verstehen, wie ist es mit der Person, mit der ich zu tun habe, und immer darauf zu achten, dass diese Gräben, die sind rein von der Natur her schon da, sprechen wir genau vom Gleichen. Haben wir die gleichen Ideen, Ansichten, ist mir im Moment etwas genau gleich wichtig wie der Person, die vis-à-vis steht. Das schafft man, indem man darüber spricht. Kommunikation hat ja das Fiese darin, dass nur etwa 12% der Kommunikation, das ist so die neueste Zahl, passiert über Worte. Alle anderen Anteile der Kommunikation, der nonverbalen Kommunikation, läuft über, wie funktioniert meine Mimik, was für Gesten mache ich, wie schaue ich, kehre ich den Rücken. Also dass wir, wenn wir hören, also aus einer Sitzung, da hat es eine Person, die hat sich immer abgewendet, dann heißt das erstmal, ja, es verwirrt, aber es ist noch nicht klar, ob das der Person auch so bewusst ist. Mit diesen vier ganz kurzen Inputs möchten wir die Runden lancieren. Denkt immer daran, ihr alle seid da mit dem Ziel, neue Ideen, gemeinsam weiter, coole Events, coole Veranstaltungen, feine Anlässe zu gestalten. Und ihr habt alle einen Blick, eine Sichtweise, die so dem Bild entspricht. Wie ist denn das? Wissen das die Leute vis-à-vis auch? Nur schon im gleichen Büro braucht es immer wieder so den Moment, wo Beziehungen weiter funktionieren. Das Schöne, und das ist so mein Schlusswort, ist, Beziehungsgestaltung hat auch etwas mit Energie zu tun. Man muss sich auch reiben. Deshalb ist Reiben nicht per se etwas Negatives, sondern es wird dann negativ, wenn man vom ersten Bild her nur noch den Blick rückwärts hat und es darum geht, wer gewinnt diese Begegnung. Wir möchten aus dieser Runde nicht weggehen, ohne die Frage gestellt zu haben, wenn ihr das jetzt so erlebt habt, mit neuen Leuten in Kontakt kam, gab es da so, oder gibt es, aha, oder was hat es für euch für so einen Wert, so eine Runde? Wir möchten 3, 4, 5 Stichworte von euch gerne hören, die wir auf die erste Wand, Martin schreibt es dann auf, hinsetzen, so als Gewinn. Die zweite Runde, die gehört dem Thema Engpässe. Wir haben gesagt, so mit dem ersten Bild, das ihr auf eurem Blatt habt, wir alle haben eine Geschichte, ihr habt Geschichten, einzelne, persönliche Geschichten miteinander. Diese Geschichten, die sind immer da und die beeinflussen, ob wir in der Wahrnehmung von Situationen angenehm, unangenehm Sachen, Dinge empfinden. Wir möchten jetzt nicht über all das, was in den letzten Monaten, Wochen, Jahren gemacht werden, hinweggehen, sondern wir möchten das kurz aufnehmen. Diese Runden, die verbinden wir mit dem, dass ihr separat nach gelben und blauen Punkten euch zuerst mal so hinstellt, dass alle, die einen blauen Punkt haben,
Das ist so die Seite Förderer, dass die hier hinstehen und alle, die einen gelben Punkt haben, so in die Richtung stehen. Engpässe. Es gibt jeweils für 3 bis 4 Personen ein Kuvert. In diesem Kuvert ist auch die Anleitung nochmals enthalten, falls ihr jetzt nicht alles mitkriegt. Und in diesem Kuvert sind 10 Punkte, 10 mögliche Engpässe bereits schon aufgeschrieben, vorselektioniert. Danke. Ihr dürft diese Vorselektion sortieren nach Dringlichkeit, Pain, Bauchweh, wie auch immer. Und ihr dürft die aber auch umschreiben. Ihr dürft auch andere Engpässe dazunehmen, wenn die ganz, ganz dringend sind. Ihr kriegt 20 Minuten Zeit, um das zu diskutieren, und ihr bringt 2 Engpässe zurück ins Plenum. Die beiden Engpässe, wo ihr findet, da ist der Druck am größten oder das macht am meisten Bauchweh oder hier ist die Dringlichkeit besonders hoch. 2 von diesen Punkten mitbringen, entweder so, wie sie stehen oder mit euren Anmerkungen. Wir werden die sammeln. Es geht nicht darum, diese Punkte zu lösen, aber es geht darum, sie sichtbar zu machen und im Raum zu haben für die weitere Arbeit. Wir haben bewusst in dieser Runde, das ist die einzige Runde, wo wir das so trennen, weil hier ja auch wieder die Perspektiven unterschiedlich sind und weil wir verhindern wollen, dass ihr gleich mit Lösen beginnt. Wenn man jetzt da so hinschaut, kommt doch 3-mal das Thema Kommunikation, Abhängigkeit. Abhängigkeit ist in jeder Beziehung ein Thema, weil Macht ist nicht etwas, das man fixfertig lösen kann, sondern je nachdem, wo die Perspektive hinschaut, hat es ja auch Verpflichtungen und Aufgaben dahinter. Und ganz schnell endet man bei der Sinnhaftigkeit oder bei den Werkzeugen, die zur Beurteilung benutzt werden, bei den fairen Bedingungen oder auch klare Ablehnungsbegründungen, auch bei dem Thema, was sind denn meine Erwartungen? Welche Erwartungen habe ich? Und all diese Diskussionspunkte, die wir jetzt in den letzten 20 Minuten gemacht haben, die nutzen uns für die nächste Aufgabe, die jetzt ansteht. Das, was auf dieser Wand drauf ist, das ist im Protokoll festgehalten, das ist so wie Basis, wenn man die Lebniskarte anschaut, so mit rückwärts schauen, was für Gedanken, Erfahrungen sind gemacht. Und jetzt drehen wir uns und gehen in die nächste Aufgabe, die Aufgabe Nummer 3, die Wünsche. Um Engpässe nachhaltig auch angehen zu können, ist es wichtig, die unterschiedlichen Bedürfnisse zu kennen und in diesem Sinne Wünsche. Ihr kriegt von uns, was? Ah, ich stehe drinnen. Ihr kriegt von uns einen Flipchart mit einer Brücke. Die Brücke so als Symbol der gemeinsamen Beziehung. Und dieser Flipchart soll euch dienen, so als Brainstorming im Zusammentragen zu den Wünschen für diese Beziehung. Ihr macht das in gemischten Gruppen, das heißt, es können auch unterschiedliche Wünsche auftauchen, aber der erste Schritt ist so das ganz breite Sammeln. Im Zentrum steht die Beziehung, symbolisiert mit dieser Brücke. Wenn der ganze Flipchart voll ist und auch der zweite Flipchart, der sich verbirgt hinter jedem, den wir euch mitgeben, dann wählt ihr 3 Wünsche aus. 3 Wünsche, die ihr mitbringt ins Plenum. Dazu kriegt ihr hier wieder so ein Streifen. Wünsche,
die unterstützen werden, dass diese Beziehung, diese Brücke stabiler, klarer, tragfähiger wird, damit solche Engpässe sich vermeiden lassen oder bearbeitet werden können. Wir sind froh, wenn in jeder Gruppe sicher eine Fördererin, ein Förderer dabei ist, die paradoxerweise brauchen Wünsche manchmal auch etwas Mut. Man muss mutig sein, um zu wünschen. Und auf der anderen Seite hat man keine Garantie, dass Wünsche in Erfüllung gehen. Und hier nun ein super schönes Bild, auch so von der Vielfältigkeit dieser Wünsche. Bei den Engpässen ist es noch relativ gut gelungen, so ein bisschen die Themen zu clustern, da kann man auch ähnliche Dinge. Und hier ist so die Vielfalt, die ganz viele Möglichkeiten beinhaltet und aber vielleicht auch am einen oder anderen Ort halt die Herausforderung, dass ich nicht alle Wünsche gleichzeitig anpacken oder erfüllen kann. So im Reinhören bei den Gruppen, wenn es so um Wünschen geht und so den Mut, Wünsche auch zu deklarieren, haben wir oftmals schnell auch das Bedürfnis, unsere Wünsche zu rechtfertigen. Und das macht es dann oftmals schwierig, weil es ist halt einfach mein Wunsch. Wie soll ich das rechtfertigen? Und die zweite Herausforderung, und deshalb haben wir das bewusst auch getrennt, ist nicht sofort mit Lösen beginnen. Und mit diesem vollgepackten Rucksack starten wir jetzt so in den ganz spannenden Teil von Out of the Box. Alles neu gedacht, das freie Denken, ganz agil nach vorne geblickt, ganz verrückte Dinge zulassen und andenken. Und dazu hat Erich eine Geschichte. Wenn man so die Wand anschaut mit ganz vielen Wünschen, wie bringt man die jetzt alle so weit, dass alles erfüllt wird, alles ermöglicht wird? Das geht gar nicht. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, über die man auch lernen kann. Das ist eine kleine Geschichte aus meiner Zeit, als ich in Toggenburg gearbeitet habe. In Toggenburg war die Tuchweberei oder ist immer noch die Tuchweberei Meier-Major. Viele kennen die vielleicht noch von den weiß-blau karierten Küchentüchern, die lange Zeit ganz vielen Orten rumhingen. Und Meier-Major hatte vor 20 Jahren, 30 Jahren so die Frage, ja, was machen wir jetzt? In welche Richtung sollen wir gehen? Können wir allen Wünschen gerecht werden? Oder braucht es nicht einfach ganz, ganz etwas anderes? Was hatte Meier-Major? Also nicht der Martin, aber der Meier-Major Martin, der hatte das Gefühl, das schaffen wir nie. Wir sind immer nur am Korrigieren und Anpassen und nochmal etwas und dann kommt die nächste Begehrlichkeit und dann wieder zwischen Lieferanten, Produzenten, Kundinnen, Kunden. Das funktioniert nie. Und da hat er sich hingesetzt mit seinem Team und hat überlegt, wie können wir mal out of the box denken. Out of the box, ganz neu, ganz anders. Und er, so als begeisterter Gleitschirmflieger, hat dann gedacht, das ganze Know-how, das wir haben, das ganze Wissen, alles, was ihr auf beiden Seiten, Förderseite wie kunstschaffenden Seite, mitträgt, hat er so die gleiche Überlegung auf seiner Ebene gemacht und gesagt, was können wir aus unserem Wissen, aus unserem Know-how und auch etwas, das Spaß macht, neu denken. Was ist daraus entstanden? Sie haben rumgeschaut, wo sind mit Tüchern, mit Bettlaken oder was auch immer, wo gibt es Nischen? Und sind darauf gestoßen, dass Alinghi sich überlegt hat, wie könnte man das Segel leichter machen und behändiger, doch für ganz viele Windgeschichten. Und heute ist Meier-Major weltweit führend im Herstellen von Segeln, für die ganz, ganz schnellen Schiffe, die unterwegs sind. Sie haben
an dem Punkt, als Sie das dann mit Alinghi vor 15 Jahren auch so erprobt haben, das war diese Zeit, dass Alinghi extrem erfolgreich war, erst dann haben Sie auch angefangen, bestehende Sachen zu verändern. Sie machen heute keine Küchentücher mehr, sondern Sie sind Partnerschaften, Koalitionen eingegangen und haben sich dem, was Sie out of the box gedacht haben, hingewidmet. Out of the box denken besteht viel aus Wünschen, hat aber auch so drin, mutig so zu überlegen, wie könnte man das ganz anders angehen. Ohne den Anspruch zu haben, das muss am Morgen sein, sondern gute Ideen, die kommen oftmals aus dem Überraschungsmoment. Heute nutzen wir den Überraschungsmoment und schicken euch in diese Out-of-the-Box-Runde mit der großen, großen Spielregel, dass ihr nicht ein fixfertiges Produkt mitbringen müsst, sondern eine Vision, eine Idee. Kümmert euch nicht um die Umsetzung, sondern kümmert euch um die Idee. Wieder in kleinen Gruppen, zu dritt oder zu viert. Diesmal noch zusätzlich mit der Schmetterlingsoption. Die Schmetterlingsoption ist so in eine andere Gruppe flattern und da mal reinhören. Das kann sehr befruchtend sein, wenn es so um Denken geht außerhalb von Grenzen. Bitte beachtet dabei die Corona-Regeln. Ihr kriegt wieder so für eure Dreier-Vierer-Gruppe erstens einmal Hochspannung. Betrachtet das Thema mit Hochspannung und kriegt hier nochmals die Anleitung, wie ihr zu Out-of-the-Box-Gedanken kommt. Um halb, 17:55, treffen wir uns wieder hier und ihr präsentiert eine Idee Out-of-the-Box. Ihr präsentiert sie vor dem Plenum, ihr kriegt dazu maximal 60 Sekunden Zeit. Wir haben das am Anfang gesagt, Zeitmanagement ist unser Thema, also wir werden dort auch abbrechen nach 60 Sekunden. Was wir nicht abbrechen möchten, sondern euch darauf zurück hinweisen, es geht nicht um neue Computerprogramme, es geht nicht um neue technische Formulare, sondern es geht um die Frage von Zusammenarbeit und Beziehung. Was kann da auf dieser Ebene? Es geht um das grüne Feld auf diesem Zettel und nicht um das braune Feld. Viel Spaß. Hoi. Unsere Vision ist, es gibt zweimal im Jahr gibt's Koalitionstag in Zürich, das heißt Koalitionstag, an denen sich alle, sagen wir jetzt einmal, kulturverbundene, kulturarbeitende treffen und ihre Ressourcen zusammenschmeißen und miteinander verhandeln, wer kann denn was und was wir die Ressourcen für was nutzen. Das ist ein sehr breites Format. Es geht dabei auch, dass sich vielleicht das Feld von der Kultur, wer denn an der Kultur beteiligt ist oder nicht, vielleicht neu verhandeln lässt, wenn dann plötzlich neue Leute kommen, die sagen, wir können das oder wir machen das gern. Dann haben wir plötzlich ganz andere Leute auch an diesen Tagen. Das sind Tage der Gemeinschaft, ich wechsle jetzt in die Muttersprache, das sind Tage der Gemeinschaft, wo man sich kennenlernt, austauscht und so neue Allianzen bis hin dann zu Überprozesse, vielleicht auch zu Produkten kommt. Das wäre dann schon schön, weil wir sie auch für andere Leute machen, nicht nur für uns. Genau, das sind die Koalitionstage. Ich hoffe, ich schaue in meine Gruppe, ob ein Stichwort vergessen wurde, worauf es noch ankommt. Aber ich denke, diese Vision ist erzählt. Danke. Ja, sieht man das? Unser Gemälde. Wir sind relativ bald mal drauf gekommen, dass es eigentlich als Grundbild wirklich diesen Geldtopf in der Mitte braucht, aus dem man sich eigentlich bedient, mehr als dass es eigentlich eine geschlossene Kiste ist, aus der man was rausgibt. Das ist mal so das Grundbild, dass man theoretisch möglichst viel, das war so eine Idee, die Töpfe größer zu machen, um weniger Zwänge zu haben, wenn, sagen wir mal, 10 Stiftungen wenig Geld verteilen, es sind das andere Voraussetzungen, als wenn die 10 Stiftungen sich zusammenschließen und einen größeren Topf machen. War so die Idee, keine Ahnung. Da sind noch drei Bildchen,
die wichtig sind. Aber im Topf ist natürlich schon auch, tendiert natürlich auch ein bisschen in Richtung Grundeinkommen, muss man schon auch sagen. Dann haben wir da drei Bildchen, die da stehen für Vertrauen, für Langfristigkeit und für, das ist ein Körbchen mit regionalen Rüebli. Das steht für Kleinräumigkeit, weil das war so eine Entdeckung, dass eigentlich sich dass eine Förderperson nur für so viele Personen zuständig sein sollte, wie sie er auch tatsächlich in Beziehung stehen kann. Das war so eine Entdeckung. Also das deshalb kleinräumig. Also wir hatten das Beispiel von Talwil, oder? Wo wir dann plötzlich gemerkt haben, aha, er sagt jetzt, im Rahmen meiner Gemeinde kann ich das verantworten, aus dem Bauch heraus zu wissen, was ist ein sozialer Impact und was hat keinen sozialen Impact. Also Kleinräumigkeit, Langfristigkeit ist klar, also einfach auf der Basis von Vertrauen, nicht nur für 3 Wochen Geld zu geben, sondern für 3 Jahre. Und ja, Vertrauen erklärt sich, glaube ich, von selbst. Zeit ist um. Also wir kommen im Tandem, das steht hier schon ganz schön. Unsere Idee knüpft an eine, die es bereits gibt in der Wirtschaft. Und wir haben uns gedacht, was für die Wirtschaft gut ist, kann für die Kultur nicht schlecht sein. Und zwar die Idee des Seitenwechsels. Also am Anfang stand auch die Idee, dass man in den Austausch gehen soll. Wie soll man das moderieren? Wie soll man das initiieren? Und man sollte einfach die Perspektive wechseln, war unser Schluss. Und in den Seitenwechsel gehen. Möchtest du ausführen, wie wir das machen? Genau, zum Beispiel so. Ja, einfach eine Woche lang in eine andere Rolle gehen. Und wir stellen uns vor, dass das ziemlich befruchtend sein kann für beide Seiten. Und Bewegung in alles hineinbringt und ein besseres gegenseitiges Verständnis schafft und kreative Ideen in beiden Seiten platzieren kann. Also ganz konkret, eine Förderin geht in eine Produktion, arbeitet dort mit eine Woche. Umgekehrt kommt jemand aus dem kreativen Bereich und arbeitet mit in der Förderung. Und das wäre die Idee, dass sich das Verständnis dann gegenseitig schärft. Genau, unsere Idee ist ein gemeinsamer Stammtisch. Das ist ein Versuch, der schon mal in der freien Szene ausprobiert wurde, aber vor allem von der Szene aus mit Gästen aus Förderstellen vielleicht. Aber diesmal wäre es gemeinsam Förderinnen und Künstlerinnen gemeinsam am Stammtisch. Und der könnte regelmäßig stattfinden. Hier steht alle 4 Wochen oder so, aber vielleicht sind es auch alle 8 Wochen, denke ich. Sollte aber auch fair sein, dass wenn die Förderinnen das in Arbeitszeit abrechnen können, sollten die Künstlerinnen, die anwesend sind, auch irgendwie entschädigt werden für diesen großen Aufwand. Uns ist es wichtig, einen gemeinsamen Common Ground zu schaffen, weil das ein großes Problem ist, unserer Meinung nach, dass man eigentlich von anderen Dingen redet, gegenseitig. Und in diesem Sinn wäre es vielleicht auch gut, dass bevor man sich an den Stammtisch sitzt, dass man auch gegenseitig, vielleicht wie im vorherigen Beispiel, die Gegenseite besucht, dass die Förderinnen vielleicht nicht die Seiten wechseln, aber dass die zu einer Probe kommen und wir vielleicht auch mal so in eine Sitzung reinsitzen. Und genau, wichtig ist uns aber auch noch, dass das nicht nur zwischen Leitungen der Förderstellen und der Künstlerin ist, sondern auch zwischen Kommissionsmitgliedern und Künstlerinnen. Das ist so diese Kumpanei zwischen den Leitungen, die kennt man, aber die haben dann nichts mit der Situation zu tun, die unsere Arbeit dann wirklich beurteilen in den Kommissionen. Also darum, der Stammtisch ist für Kommissionsmitglieder auch gedacht. Wir sind auf diesen Baum gekommen, auf keine Wiese, auf einen Baum. Und so die Wurzeln dieses Baums würden sich zusammensetzen aus der Wertschätzung, also der Künstlerinnen und Künstler, auch in der Gesellschaft und
und schön wäre es, also und auch von den Förderstellen, dass vielleicht auch ab und zu mal ein positives Feedback kommt, auch wenn ein Gesuch nicht unterstützt werden konnte, aber dass durch diese positive Feedbacks, dass das auch die Motivation fördert, auch weiter dran zu bleiben und was Größeres, was Kleineres, was anderes, dass man dranbleibt und dass die Kulturlandschaft und die Kultur von dieser Gruppe und von dieser Person fördert, damit sie dranbleibt. So. Und das andere wäre so, die andere Wurzel wäre so dieses bedingungslose Grundeinkommen, damit mal der Boden gesetzt ist und dass man ja eine Absage nicht so gravierend ist, sodass man nicht um dieses Leben fürchten muss, sondern freier ist, auch an der Kultur, an der Kunstarbeit dran zu bleiben. Dann, das führt, würde dann so, oder das würde auch so, das Netzwerk, eine Förderung des Netzwerkes, die Kommunikation, das wäre auch noch so ein Wunsch, ein Denken, wo es ein tolles Netzwerk gibt, wo man sich austauscht. Und dann hier oben die Krone, vielleicht ist es gleichwertig, vielleicht ist es auch ein Teil oder eine Utopie von 3-4, dass man wie denkt, jetzt wie in der Demokratie, dass man das Geld oder dass die Künstlerinnen und Künstler das Geld selber verwalten, was zur Verfügung steht. Dass es wie ein großer Topf ist und die Künstlerinnen und Künstler selber das verwalten können. Und dass es Förderstellen gibt. Und die Förderstellen, ja, die müssen eine neue Rolle suchen. Sind sie dann Vermittler oder Vermittlerinnen, wie auch immer. Ist so ein schöner Moment von Out of the Box. In dem Moment, wo ich sitze und zuhöre und denke, hä, wie soll denn das gehen? Dann sind wir out of the box und dann entstehen neue Wege. Kannst du euch weitergeben dann? Ich fange an, ich wäre nämlich die staatliche oder städtische Kulturförderung und würde dir einfach 4.000 Franken pro Monat als Grundeinkommen geben. Ich habe schon ein Mikrofon und ich habe mit diesen 4.000 Franken meine Miete, meine Krankenkassen, mein Essen und alles bezahlt und kann dann ganz in Ruhe ein Konzept schreiben. Und wenn ich dann so weit bin, dass ich mein Konzept, dass ich zufrieden bin und mit den Leuten zusammenarbeiten kann und mit denen ich will und das gut geht, dann gebe ich ein Konzept mit einem Budget ein und gebe das weiter an die privaten Geldgeberinnen. Und ich bin eine private Geldgeberin und ich suche mir dann die Projekte aus diesem Pool aus, die zu mir passen. Stimmungsbild sichtbar machen. Für uns als Beobachter diesen Halbtages war unglaublich viel Engagement spürbar. Ihr habt euch gezeigt, ihr habt diskutiert. Das hat vom Zuhören her extrem Spaß gemacht. Für uns ist das ein gelungener Kickoff und wir hoffen, dass ihr ganz viel von dieser Dynamik nutzt, ganz viel von diesen Ideen, Gedanken mitnehmt, gern lässt, bilateral oder in Gruppen den Faden aufnimmt. Die Resultate von heute, das ist eine Grundlage, ein erster Pinselstrich, aus dem sich ganz vieles weiterentwickeln lässt. Und da gibt es auch dann schon nächste Schritte, da wird Merit noch kurz etwas dazu dann sagen. Habe ich so schnell etwas sagen? Nein. Von daher gebe ich den Ball jetzt rüber zu Erich. Herzlichen Dank für die Mitarbeit. Wir sind kurz vor 2 Uhr. Und bei uns ist es so, dass immer Erich das Schlusswort sagen darf. Was überhaupt nicht stimmt. Aber ich bin auch sprachlos, wenn er sagt, der Kickoff ist gelungen. Ja, für wer? Für euch. Ist der Kickoff gelungen? Ja.
Ein Kickoff oder so eine Veranstaltung, die hat dann einen Gewinn, wenn man da rausläuft und doch 2, 3, 4 neue Gedanken im Kopf hat. Wenn man rausläuft und sagt, es hat sich gar nichts Neues auf diesen Plakaten ergeben, keine neue Stimme gehört, niemanden kennengelernt, dann hättet ihr euch die Zeit sparen können. In Beziehungsarbeit ist das ja oft so, dass man das Gefühl hat, für mich hat sich nichts verändert, aber vielleicht hat sich für das Vis-à-vis etwas verändert oder für die gesamte Gruppe oder für nächste Begegnungen, die ihr habt, für die Arbeitsgruppe etwas verändert, neue Bilder mitbekommen. Kickoff im Wort drin hat auch, dass sich Dinge anfangen zu bewegen. Und von daher wünsche ich euch, dass, wie dort steht, die Dynamik nicht fertig ist, wenn ihr da unten beim Zentral- oder Bellevue oder Hauptbahnhof ankommt, sondern dass es Lust macht, weiterzugehen. Lust macht, weiter dran zu bleiben. So aus der letzten Runde, mit dem, dass ich auch als Schmetterling unterwegs sein durfte, dachte, da hat es ganz, ganz spannende Gedanken drin. Spannende Gedanken mit wirklich neu andenken. Und nicht nur die Schweiz ist am Thema Grundeinkommen für gewisse Berufsgruppen zu diskutieren. Nicht nur in der Schweiz ist es ein Thema, ja, wird das Wachstum über den BIP oder über das Wohlfühlen gemessen. Es gibt ja auch weltweit gibt es Diskussionen, wo man die Dynamik mitnutzen kann. Ohne zu versprechen, dass morgen etwas anders ist, weil out of the box denken, das hat nichts zu tun, morgen ist alles besser und anders. Aber es wäre schade, wenn es in 10 Jahren immer noch genau gleich ist wie heute. Und so finde ich es ein gelungenes Bild für mich, wenn ich so die Dynamik, wie die Seite Förderer und die Seite Kunstschaffende heute so einen wunderbaren Elan genutzt haben, dass der für euch so für die Arbeitsgruppe so weitergehen kann. So für uns und so im Sinne von Schlusswort, herzlichen Dank, dass ihr uns mitgefolgt seid über unser Zeitmanagement und mit dem verbunden wünsche ich euch ganz, ganz ein tolles Wochenende, übergebe aber gerne den Ball zurück. Merit.